Nacht durchzufahren war ziemlich riskant. Ich konnte nicht mehr. Entschuldigung. Vielleicht habe ich mich auch deswegen verirrt. An der ersten Kreuzung müssen Sie nach links abbiegen. Ovde recepcija, izvolite. Šefe, dođi brzo, stigli gosti. Kakvi gosti? Italijani nisu, a ne liče ni na lovce. Vidi, molim te, dolazim odmah. Kofere smo vam doneli. Prepoznaješ li me? Ne, ne verujem. A kad ste vi to bili kod nas, ako smem da pitam? Was machen Sie da? Ist das Bett in Ihrem Zimmer nicht gut? Haben Sie die Anmeldung schon ausgefüllt? Hier, der Typ meint es ziemlich genau haben zu müssen. Sie füllen es am besten selber aus. In solchen kleinen Städten kann man bestimmt sehr gut essen, nehme ich an. Kommen Sie mit. Ich esse hier.
Hier oben. Dann bestelle ich was für uns. Ich möchte hier alleine essen, Herr Curtius. Alleine. Jede tiche zimske noći ti i ja smo u samoći dočekali dan da svane novo jutro da nam grane sve smo rekli jedno drugo ne želeći dan sa tugo Sudbina nas sada menja Zbogom ostat doviđenja Još uve gore tvoje oči kopre baklje usretane Plaću ti o usamoći Guten Abend, mein Herr. Entschuldigen Sie bitte, sprechen Sie Italienisch? Parlate Italiano? Nein, ich spreche es nicht. Darf ich Ihnen helfen? Unsere Speiskarte, wissen Sie, sind nur in unserer Sprache und Italienisch geschrieben. Mhm. Können Sie mir vielleicht übersetzen? Ja. Aber Cevapcici bin ich leid, davon ist Europa schon voll. Kein Problem, ist gefällig. Danke. Sagen Sie, ich dachte, dass es hier viel voller ist. Wegen der Musik. Ja. Die Taubenjagdsaison hat noch nicht angefangen. Angefangen, ja. Bis die italienischen Jäger nicht gekommen sind, wird es hier ziemlich leer bleiben. Dragoslave, donesen zwei Schneeäuse, na moj račun. Frau Pekar hätte Ihnen vielleicht auch helfen können, wissen Sie. Sie kennt sich hier genauso gut aus wie ich. Sie meinen, Frau Pekka ist aus der Gegend hier? Pardon? Haben Sie das nicht gewusst? Das ist es. Das wird ein toller Urlaub. Ja. Feldtauben sind eine Spezialität in unserer Gegend. Sie müssen aber vorsichtig gegessen werden. Unsere Köchin gibt sich damit zwar sehr viel Mühe, aber ab und zu findet man doch eine Schrotkugel drin. Können Sie damit umgehen? Zeigen Sie mal. Ich glaube schon. Was soll ich damit fotografieren? Die Stadt? Die Leute? Was haben Sie gestern Abend mit dem Rezeptionär gesprochen? Im Trinken kennt er sich gut aus. Hat er etwas über mich erzählt? Es sah eher so aus, als wollte er etwas von mir erfahren. Haben Sie ihm was gesagt? Ich bin ein Gentleman. Was hätte ich ihm auch schon erzählen können? Wenden Sie bitte und fahren Sie zurück. Zurück zum Hotel? Haben Sie was vergessen? Nein, nicht zum Hotel. Fahren Sie noch einmal die Hauptstraße lang und nicht zu schnell, bitte.
habe nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. Vielleicht mache ich es ja auch komplizierter, als es ist. Ich möchte aber schon noch etwas wissen, bevor ich anfange zu fotografieren. Wollen Sie die Fotos jemanden schicken? Brauchen Sie sie zur Erinnerung oder was? Oder was? Machen Sie so, wie Sie kennen. Fotografieren Sie einfach herum. Es muss nur alles hier zu sehen sein. Ich brauche keinen Kunstfotografen. Ich brauche nur ein paar Bilder. Okay, Boss. Wie du willst. Mich bitte nicht fotografieren. Sie werden doch nicht etwa mich fotografieren wollen. Was machen Sie denn da für einen Blödsinn? Jetzt sind die Bilder kaputt. Sie haben sich unsere Reise bestimmt ganz anders vorgestellt. Kann ich mir denken. Fotografieren Sie das bitte. Da, druže Mihajloviću, da. Kao što smo se dogovorili. Poneću sve sa sobom. Hvala. Doviđenja. Je li sala za sednice već u redu? Jeste, sve smo već sredili. Pravilno, pravilno. Neka dođu ona dvojica iz ekonomskog odeljenja. Bez njih to nema nikakve svrhe. Pozvali smo ih već. Da ponesu i formulare sa sobom. Ne treba im još. Žena dolazi prvi put. Hoće najprije da se informiše. Aha. To ćemo srediti kasnije. Je li cveće u vazama promijenjeno? Jeste. Hajde, pripremite se. Samo što nije stigla. Kako to držiš mašno, čoveče Božiji? Ich habe alles in der Stadt fotografiert, was von Bedeutung war. Ich habe sogar den König während seines Besuches bei uns abgelichtet. Ja, es war noch vor dem Kriege. Ja. Als die Familie Kalaitza in ihrem Hause verbrannte, hat man mit der Abschleppung der Leichen gewartet, bis ich kam. Ja, und auch die Maul- und Klauenseuche von 1953 hat ich fotografiert. Ja, von dem, der die schöne Soka umgebracht, sie zerstückelt und per Post herumgeschickt hat, habe ich auch ein Foto. Wollen Sie vielleicht meine ganze Sammlung sehen? Nein, danke, vielen Dank. Ich muss... Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, schade. Bitte sehr. Und Sie meinen, ich finde die Autowerkstatt ganz leicht? Es ist die einzige private Werkstatt. Keine Angst. Die finden Sie schon. Fahren Sie nur so, wie ich Ihnen gesagt habe.
molim vas, treba mi Milivoje. Nije bio tamo. Hvala lepo. Haben Sie die deutsche Sprache in Deutschland gelernt? Ich 2 Jahre in Deutschland. Deutsche Sprache schon vergessen. Sie sprechen aber ganz gut. In welcher Stadt haben Sie gearbeitet? Prestani da pričaš s njim. Znaš kakav je, mili moje. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo in Deutschland. Ovde više nema šta tražiš. Šta ti je, bre, Milivoje, jesi ti lud? Šta sam ti se to zamerio, a? Ma, pusti, Milivoja. Zajebava se čovjek. A to su ti njegovi vicevi. Samo sam glasno i jasno rekao da ovde više nema šta tražiš. Idi, sretnem Nadu slučajno na pijaci, pita mi je kako je šta radi, smenjam pa reči s njom. Ovaj tu pijac. Evo, Pavle. Evo, šefe. Šta ti je, Milivoje, koji ti je đavo? Pun mi te đoka. Te dira, neko ne dira. Jel te neko nešto pitao? Nije. A mogli bismo. Ko zna da li je bilo baš sve tako kao što si ti prodavao? In dem Film kommt Nastassja Kinski vor. Kennen Sie Nasti Kinski? Zuerst spreche ich. Hören Sie zu. Du wirst in einer Ehe ohne Liebe, Gefühle und Glück nicht leben können. Ich flehe dich an. Geh zu ihm zurück. Da weint Nasti. Da legt sie mir ein Handtuch auf die Stirne, weil ich verwundet bin und weil ich Fieber habe. Du wirst mich nicht vergessen können, du dummes Mädchen. Du wirst mich nicht vergessen können, du dummes Mädchen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du mein Foto siehst, Nathalie? Wie würdest du dich fühlen, wenn du mein Foto siehst? Nathalie. Nathalie. Dann komme ich in dem Film nicht mehr vor und gehe aus ihrem Leben. Hören Sie ihr Schluchzen? Hören Sie, wie sie weint? Hören Sie?
Kamo su te uputili ovi iz opštine? Ovo bi stvarno mogo da bude jednog dana dobar autoservis. Nisam se nadao da će da se vratiš. Ti treba nešto? Ti treba novac? Čuvaj ga za sebe. U gradu se svašta priča. Grad je takav. Znaš kako si ti pametna, lutko moja. Znači ja treba dobro se pripremim. Sigurna sam da si na sve spreman, kao što si od uvijek i bio. Bio sam spreman i bit ću. Jetzt hören Sie einen Ausschnitt aus dem Film Geliebte des Schreckens, in dem ich eine lebende Leiche synchronisiert habe. Als Sie mir gesagt haben, dass Sie ein Schauspieler sind, habe ich mir gleich gedacht, wen nimmst du? Er wird wenigstens spielen können. Und was soll ich spielen können? Dass wir zusammengehören. Sein Fleisch! Sein Fleisch! Ja, das hat gut geschmeckt. Ein bisschen zäh. Sein Fleisch! Lepo peva. Da nije premlada. Mnogo plaćaš, Milivoje. Nije zdravo. Kad se lumpuje, nek se lumpuje. Bitte sehr. Danke. Ich hoffe, Sie sind mit mir zufrieden, Frau Pecker. Es ist sehr gut, Herr Curtius. Also ich würde gerne wissen, was Sie von mir erwarten, damit keine Peinlichkeiten entstehen. Sagen Sie es nur. Was tun Sie normalerweise in solchen Fällen? Ich tue das, was man von mir verlangt. Genau. Das sollen Sie tun, nichts anderes. Ich will nichts anderes von Ihnen. Das reicht vollkommen. Gute Nacht. Jelena, sunce li ti kravo, ti mene da špioniraš!
Ne, direktno ne možete telefonirati. Kažem, direktno ne možete telefonirati ni u jednom hotelu. Koga da vam dam? Ah, guten Morgen. Bringen Sie mir bitte noch zwei Frühstücke. Ja? Sta? Und eine Flasche Sekt wäre auch nicht schlecht. Sekt, du verstehst Sekt? Gluck, gluck, nix. Champagner. Nix, Frau. Champagner. Gluck, 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 gluck. Brrrt. Ja? Du verstehst? U redu, odmah dolazim, odmah. Hier ist Harald. Frau Pekar. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie trinken, wenn Sie fahren? Ich wollte nur ein Sektfrühstück anbieten. Keine Zeit zum Trinken. Wir haben noch viel vor. Se razjebe grlo od toga da nećete... Šta sam ti rekao? Šta sam ti radio? Jel čuješ ti me? A? Ko je još sa takvim govnima postao pevačica? A kako si postala ovo što si postala, jeli? Hajde, ispričaj mi sve to polako i jasno. A? I ko te dovukao odavde dok li te dovukao? Jeli, Malecka? Slušaj, srce. Znaš da ja tebe ne bi nikome dao. Ajde, učini mi samo još ovo, molim te. Ha? Molim te. Als ich mich auf Ihr Inserat in der Zeitung hin gemeldet habe, dachte ich, Sie werden jemanden suchen, der Sie an die Adria fährt. Das glaubt mir niemand, dass ich Sie von morgens bis abends immer nur um dieselbe Stadt herum kutschiert habe. Debata u Bundestagu je pokazala dubinu problematike koja se tiče stranih radnika u Nemačkoj. Die hier bleiben wollen, eine Entspannung des Arbeitsmarktes verbessert auch die Bedingungen der Integration. Na koji način će se zapadno-nemačka privreda osloboditi stranih radnika kako bi njihova mesta razdelila svojim nezaposlenim je tema koja muči mnoge nemačke političare danas. Naravno da su oni koji prvi padaju kao žrtve raščišćavanja situacije socijalno najslabiji. Stari strani radnici, omladina, takozvana druga i treća generacija i mnogi drugi koji se nisu... Molim vas, dajte mi broj 99-4930, nesigurnost kod stranaca u Nemačkoj postaje sve veća 27, i neki počinju razmišljati 27, o povratu bez obzira 326. Da li će u domovini čekati sigurna budućnost i radna mesta. Hvala, pričekat ću. Mnogi uzimaju takozvanu Rikerhilfe nemačke vlade, odnosno jednokratnu novčanu pomoć. Die deutsche Nachbörse war geschäftslos. Nachbörslich herrschte auf dem Aktienmarkt Geschäftsstille. AEG 308,50, BASF 279,
Bayer 285, BMW 639, Lufthansa Stämme 258, Mercedes 1245, Nixdorf 590. Poziva, nemoj više zamišljaš svete, rekla sam ti, zvaću te kad dođeš, ovih dana s tobom mi se neće, ovih dana s tobom mi se neće, prošli dani mene ne pogađaju, budi dobar, nikad ništa ne pitaj, čudne stvari sa mnom se događaju, kad poželim šapnu, tu ti daj, noga ti ti daj, hej, da sam tvoja noćna mora, pa me pakla što te briše, na mom spisku telefona, ti si samo broj, ti si samo broj, ti si samo jedan broj. Ja sam tvoja noćna mora, pa me pakla što te briše, na mom spisku telefona, ti si samo broj, ti si samo broj, ti si samo jedan broj. Erst wenn die Jagdsaison beginnt, geht's hier richtig los. Dann kommen die Italiener. Unsere Leute schießen die Feldtauben kaum. Die Italiener bezahlen für jeden abgeschossenen Vogel 50 Cent. Dann kriegen sie die noch als teure Spezialität im Restaurant aufgetischt. Was meinen Sie, weshalb man gerade hier ein so großes Hotel gebaut hat? Mit Italienern kann man ganz gut kegeln. Natürlich um Geld. Ich spiele, wissen Sie, hauptsächlich um Geld. Und das ist ein Problem, wissen Sie. Prost. Prost. Sie spielen doch ganz gut. Das ist es. Ich spiele zu gut. Nach zwei, drei Spielen sieht jeder Trottel, dass er bei mir keine Chance hat und zieht sie zurück. Und wieder stehe ich allein da. Was bleibt mir übrig? Allein zu spielen? Macht keinen Spaß. Oder würden Sie mit jemandem spielen wollen, der immer gewinnt? So blöd sind Sie bestimmt nicht. Können Sie so viel verlieren? So schlecht können Sie nicht spielen. Sagen Sie mir lieber gleich, was Sie für das Geld haben wollen. Hä? Was weiß man über Frau Pecker? Wer will mal so interessieren? Rein aus Neugierde heraus. Alles, was man hier über Nada weiß, weiß man von Ihrem Mann. Ich schlage Ihnen ein anderes Geschäft vor. Er würde Ihnen bestimmt mehr Geld bezahlen, um zu erfahren, was Nada hier wirklich will. Mit euch sind ja tolle Geschäfte zu machen. Nur die Ware müsste man haben. Die Ware. Da, Rezeptia. Ovde. Für Sie, Herr Curtius. Ja, bitte. Wer? Hallo. Yes? Ah, ha, ha. And where? Yes. Eigentlich passiert was Konkretes in dem Saftladen hier. Moment mal, Moment. Was kann ich jetzt nötig gebrauchen? Eine Kuh ran und weg. If I shall have some chance as a singer in your country, do you understand? Normalerweise tue ich sowas ungern, aber wenn man auf dem Trocknen sitzt,
You surely know Janis Joplin. Do you know John Baez? 4 years I sing in school chorus, you know. Can you help me a little? Nobody have success in the world like that. If you find me some addresses, the most difficult things is to meet right people. Da schaut man nicht so genau hin. Bei mir ist nicht so viel zu holen, verstehst du, Mädchen? What do you want to hear? Do you want to hear something? All the world is sort of plaything. I just want to play and play. If you ever leave your hover, come and try to be my wife. Find me now and touch me. Break the silence, hold me tight. Change my world and look my soul, and we'll make it strong tonight. Donna, 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 Donna. 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 Go on singing. Donna, Donna. I like the way you sing. Donna, Donna, Donna. I can't live without music, you know. Donna, Donna, Donna. Čekaj, mala, čekaj. Nismo se tako dogovorili, stani. Je ti gugutno? Pustite me, ja sam platio. Da ostaneš tamo, te ne moguš. Čuješ te, šta ti je? Šta ti je? Je ti rekao nešto? Ha? Pomoš, Janika! Pa šta ti je? Janika! Janika! Pa stani, smiri se! Šta ti je radio? Šta je bilo? Ha? Pa šta si to radio? Pa sam ti rekao da nisam bio siguran, čovječe, si poludeo, ćeš da ubiješ. Ma tako je, došla je, jebate Bog! Pusti ga, Janika, molim te, Nilo! Halt! Wer sonst? Ich habe bis jetzt eine Menge Frauen herumkutschiert, aber so ein Scheiß ist mir noch nie passiert. Sagen Sie mal, was ist denn hier los? Wir haben abgemacht, ich werde keine Fragen mehr stellen. Ich sterbe keine mehr, ich gehe weg! Das ist mir alles zu blöd. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich bin doch kein Trottel zum Vorzeigen, der herumwichst. Das ist keine Rolle für Harald. Saubere Rechnungen erhalten die Freundschaft. Kaufen Sie sich doch einen anderen Stuntman. Na los, was ist? Rücken Sie die letzte Rate raus. Da kutschiere ich lieber wieder mit meinem Taxi in der Gegend herum. Da trifft man auf nette und gefälligere Leute. Und wenn man von denen eine auf die Rübe kriegt, dann weiß man wenigstens warum. Und hiermit steigt Harald aus diesem Film aus. Na los, rücken Sie die Knete raus. Ich lass mich doch nicht verarschen.
Znaš ti šta me je pitao? Kako to da su se grlice baš kod nas tako namnožile? Kaže, šta će biti kad ih Italijani sve pobiju? S kog tampura da skinemo lovostaj kad više ne bude ni golubova ni grlica? Pa boli mene za golubove Italijane. Znaš ti šta me interesuje? Znaš šta, Milivoje? Ajde da se nas dvojica više ne lažemo. Ja tebi više nemam šta da kažem. Sve što si hteo da saznaš, znaš već je odavno. A ključeve od apartmana ti više ne dam. I molim te da mi više ne dolaziš ovamo. Po tvome izgleda da si me otkačio. I to znaš bolje od mene. Jel ti misliš da ti ja ništa ne mogu? Dobro. Vidjet ćemo. Gde si ti? Ja sam te čekao juče. Šta si hteo sa mnom da pričaš? Pa ono u vezi sa Nadom. A šta se Nada mene tiče? Jesi li me samo zbog toga zvao? Tako te volim, prijatelju. A prijatelje treba pomagati. Evo, izvoli, uzmi. Uzmi, ima tamo 5 kila. Lepo ti kaže, dečko, uzmi. Jednom si me već bio platio, zašto sad ponovo? Bojiš se, jel? Boga mi ćeš preterati. A tebi kao lova ne treba. Brko, zaboravi to sve. Najbolje je da idemo. Ajmo. A zašto me nisi zaposlio? Pa meni su trebali dobri radnici. Kada ja sada budem ispričao Nadi kako je onda bilo na željezničkoj stanici, bit ću i ja dobar radnik. Ko je bre Nadi da ispričaš? Šta da joj ispričaš? Ko si ti, a ko je ovaj Milivoje ovde? Kažu da će i ona otvoriti neku radionicu. A tu lovu? Tu lovu čuvaj za advokate. Thank you.
So lange hast du mit niemandem mehr geschlafen? So lange war ich ihm treu. Warum seid ihr eigentlich auseinandergegangen? Er wollte Kinder haben. Und du? Wolltest du keine? Natürlich wollte ich Kinder. Hat es mit seiner zweiten Frau geklappt? Nein. Aber vielleicht liegt es an ihm. Du fragst aber viel, Harald. Ich möchte dich eben ein bisschen besser kennenlernen. Schweige bitte. Schweige. Schweige. Komm. Tako je drhtala kao ti sada. A onda sam je ubacio u voz i naterao da se vrati za Nemačku. Tačno onako kako je naredio. Da me je zaposlio, ćutao bih. I misliš da će te ona zaposliti, hm? Ko zna, kad ja počnem da lajem po gradu, sve će biti drugačije. I lajaću. Kaži mu lajaću. Ali tebe mi je žao. Boga mi mora da mu je do grla došlo kad te nudi. Najpre me vrbuje da ga oslobodim prve žene koja iz Nemačke dolazi na brakorazvodnu parnicu, a onda mi 3 godine kasnije nudi drugu kao na tacni. Sama sam došla. Hoću da znam. Eto. A ja mislio i o tebe već napravio kurvu. Kao što se onoj prvoj priča. O Nadi? I ti si povjerovao da se ona tamo prokurvala? Jo, kako ste svi glupi. Kako ste naseli. In meinem Beruf ist es ziemlich schwer, an gute Sachen heranzukommen. Du machst das, was du kriegst. Die, die Karriere gemacht haben, die können locker sagen, nee, danke, diesen Schwachsinn mache ich nicht mit. Das habe ich für Geld gemacht. Das ist aus einem japanischen Liebesfilm. Die Japaner haben dabei so komisch gestöhnt. Irgendwie japanisch halt. Also absolut unverständlich. Welche Stimme ist deine? Alle 3 Stimmen sind von mir. Das ist eben die Kunst. Am Anfang dachte ich, was will denn die Tante eigentlich von dir? Du hast dich benommen wie in einem Krimi. Hast du Angst vor mir gehabt? Du hast mich mitgenommen, damit ich ihn eifersüchtig mache. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Dann hätte ich mich mit der Rolle besser auseinandersetzen können. Aber so machen wir ihn auch fertig. Keine Angst. Thank you.
Du warst noch nie an der Adria? Nee. Am Anfang habe ich geglaubt, ich fahre dich dahin. Stell dir vor, wir packen unsere Sachen und verschwinden nach Süden. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine jetzt gleich. Ich dachte, du willst dich erst mal erkundigen, ob du hier dein Geld anlegen kannst. Aber wenn du unbedingt ans Meer willst, dann gebe ich dir sogar einen Rabatt. Willst du deinem Mann mit deinem Autoservice Konkurrenz machen? Šta to radite? Ko je me to dozvolio? Vraći to je stari nazad. Milivoje, mani priču. Nema nikakvog smisla. Šta je ovo? Ne znam šta je istina od onoga što se okolo brbonja. Niti me se to tiče. Ja sam već odavno znao, Milivoje, da ti nisi čovjek za Jelenu. Nećeš mi uništavati, Milivoje, ne. To ja nikome neću dozvoliti, razumeš? Jelena! Pa šta sam ti uradio, Jelena? Pa zbog čega? Jelena! Znaš što si je tukao? Pa nisi me tako, nisi me pipnu u životu. Pažeš! Jelena! Pa reci, Jelena! Nada! Nada! Bist du da? Telefon!
Hallo. Hallo. Nerazumen. Pronto. Hallo. Hallo. Hey. Oh mein Gott. Hey, Axel, hier ist Harald. Wie geht's? Auch gut. Ich bin gerade fertig mit einer internationalen Koproduktion in Jugoslawien. Sag dem Chef, ich bin am Dienstag wieder da, er soll mir mein Taxi freimachen. Ja? Okay, Junge, in 2 Tagen wieder. Ja? Okay. Ciao. Gib den Schlüssel her. Gib den Schlüssel her. Du hast mich nie gefragt, ob ich einen Führerschein habe. Du bist vielleicht naiv. Mann, bist du naiv. Wenn dich der schon so mies verlassen hat, kannst du ihn mit deiner Maskerade bestimmt nicht mehr schaden. Ich hätte ihn einfach abgeknallt und basta. Denen muss es aber ziemlich schlecht gehen, wenn die diese Geschichte mit dem Autoservice in der Stadt abgenommen haben. Jeder, der zurückkommt, will investieren. Du hast aber nichts, nichts, nicht eine Mark. Null! Du hast null auf dem Konto. Du hast schon alles ausgegeben für das Auto und für mich. Schon allein wegen der Hotelrechnung werden sie dich einsperren, verstehst du? Aber ohne mich, ohne mich. Die Karre werde ich irgendwo an der Straße stehen lassen. Der Vertrag ist sowieso abgelaufen. Ich habe schon für weniger Geld einen Idioten gespielt. Hier, kauf dir eine Fahrkarte nach Deutschland. Harald! Hätte schön werden können an der Adria. Meine Tasche. Jetzt hören Sie den Monolog des Theaterdirektors aus dem Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehen. Euch ist bekannt, was wir bedürfen. Wir wollen stark Getränke schlürfen, nun braut mir unverzüglich Dram. Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan. Und keinen Tag soll man verpassen. Das Mögliche soll der Entschluss beherzt sogleich beim Schopfe fassen. Er will es dann nicht fahren lassen und wirket weiter, weil er muss. Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. Drum schonet mir an diesem Tag Prospekte. Zvali ste me da razgovaramo, pa sam došla. Imate telefon? Imam. Tamo je na stolu. Evo. Ako hoćete, ja ću svedočiti.
Obuci se. Dobro veče. Ovde Nada. Ako hoćeš, dođi, znaš gde sam. Obuci se. Napolju je hladno. To je sve? Sve. Znate li da je rekao da vas možemo silovati? A ja to nisam mogao. Nado, otvori, ja se. Zvala si me. Otvori, ženska glavo. Da ne vičim, da me ne sluša ovaj narod. Tier und Vögeln fehlt es nicht. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Guten Tag, verehrter Herr Regisseur. Erlauben Sie mir, Ihnen neben den beiliegenden Fotos auch diese Kassette zu schicken. Oh, Scheiße. Zuerst darf ich mich vorstellen. Ich heiße Harald Curtius. Oh mein Gott. Jahrgang 1945, 1,76 groß, 76 Kilo schwer, Augenfarbe braun. Kassette habe ich für Sie einige Beispiele meiner künstlerischen Tätigkeit zusammengestellt, die ich in verschiedenen Synchronstudios, beim Rundfunk und als Darsteller von kleineren Rollen ausgeübt habe. Anhand dieses Materials können Sie, glaube ich, leichter entscheiden, für welche Rollen ich mich am besten eigne. Am liebsten aber würde ich aufrichtige, ehrenhafte Männer spielen, die sich dem Bösen mit allen Kräften widersetzen, ohne auch nur die leiseste Angst oder die Furcht vor dem Tode zu zeigen. Meine Vorbilder sind amerikanische Schauspieler aus den Filmen der schwarzen Serie und aus den 50er Jahren, die hervorragend die Gefühle der jungen Generation von damals und auch von heute treffen. Außer Englisch, Französisch, ein bisschen Holländisch und Hochdeutsch bin ich in der Lage, Schwäbisch, Bayerisch und ein bei Film, Funk, Bühne und Fernsehen brauchbares Sächsisch zu sprechen. Zuerst hören Sie einen Teil aus einer Rundfunksendung Gute Nacht, liebe Kinder, in der ich ein Kindermärchen erzähle.
Dobro jutro. Buongiorno, šefe. Stižu nam Italijani danas. De? Šefe? Da nije u kuglani? Pa nema svetla, nema ga. Ne znam gdje bi mogao da bude. Uzmi ovo. Idem gore da vidim. Drži. Herr Pekka! Herr Pekka! Hören Sie mich! Sind Sie da? Nada! 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 Ganz schön nass. Ich brauche dich nicht mehr. Verschwinde. Geh! Willst du, dass dieser Idiot dein Leben total ruiniert? Hau ab! Hau ab! Wenn du diese Menge Benzin auf einmal anzündest, gibt es eine fürchterliche Explosion. Hau ab! Hau ab! Und du wirst keine Zeit mehr haben, davon zu laufen. Du brauchst eine Zündschnur. Weißt du, wie man das macht, eine Zündschnur? In Filmen kommt das manchmal vor. Man nimmt ein Bettlaken. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Gib mir die Streichhölzer! Lass mich los! Gib die Streichhölzer! Lass mich! Beruhige dich! Beruhige dich! Lass mich! Lass mich los! Lass mich! Beruhige dich! Warum? Du bist überhaupt zu mir gekommen! Warum? Warum? Deine Aufgabe hast du getan. Ich weiß nicht, ob mich diese einfach über die Grenze lassen, wenn du hier so ein Feuerwerk veranstaltest. Weißt du, Mädchen, ich will keinen Ärger mit der Polizei. Dann habe ich oft genug gehabt. Weißt du, wenn die als ersten Verdächtigen werden, das werde ich sein. Ich war dein Begleiter. Ich war dein Begleiter. Ich war dein Liebhaber. Alle haben mal nur mich gesehen. Oh, weißt du, was auf Beihilfe in Jugoslawien für Brandstiftung steht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Wenig ist es bestimmt nicht. Auch wenn er es allen erzählt hat. Und wenn ihm auch alle hier geglaubt haben, dass du in Deutschland eine Nutte geworden bist. Du bist keine Nutte. Verstehst du? Beruhige dich. Hörst du? Komm jetzt. Nimm mich mit herab. Das mit dem Autoservice haben sie dir auch geglaubt. Und das mit mir haben sie dir auch abgenommen. Die haben geglaubt, wir sind ein schönes, nettes Paar. Na und? Wartet. Wo wollt ihr hin? Bleibt meine Gäste heute Nacht. Ich bin nicht dein Gast, du Scheißkerl! Komm, Nada, wir gehen. Und dem Herrn empfehle ich heute Nacht nicht zu rauchen. Es könnte nämlich zu heiß werden. Počuje mali da se mangupira. Nije on dosta što nas tamo prcate, nego ćete i ovde. Warum habt ihr uns in euer scheiß Deutschland gelockt? Halt! Der Idiot macht mich noch alle. Šta uradi?
Hoćeš autoservis? Znam ja zašto si ti došla. Znam. Ali kad se lumpuje, nek se lumpuje. I onako nemamo nasljednika kome ćemo sve ovo da ostavimo. Neka nas bar po nečemu pamte. Schau her, du Schwein. Wenn du sie tötest, dann leg ich dich um. Das ist wie im Film. Harald, der Wagen fährt nicht richtig. Ah, oh, Bosch. Ich habe dir auch an die Atmen. Ich kann nichts mehr tun, Harald. Ich kann nichts mehr tun. Oh, Stadala. Stadala. Помочь! Помочь!
molim, sklonite se sa puta, vozimo ranjenika u bolnicu. Mesta, molim, sklonite se sa puta, vozimo ranjenika u bolnicu. Ej, ti tamo, sklonite malo, vozimo ranjenika u bolnicu. Hvala, hvala. Mesta, molim, sklonite se u stranu, oslobodite put, vozimo ranjenika u bolnicu. Hvala, hvala. Unser Fleischermeister empfiehlt heute frische Schweineschulter, ein beliebter Krustenbraten, 1000 Gramm, 4,98 Mark, Schweineschnitzel in Scheiben, 1000 Gramm, 9,98 Mark, Rindergulasch oder Sauerbraten, 1000 Gramm, 9,90 Mark, polnische Gänse, gerade frisch eingetroffen. Die Gänse sind in Freigehegen unter strengster Einhaltung der deutschen Lebensmittelgesetze gemästet worden. 4 verschiedene Aufschnittsorten können Sie heute bei uns zum sensationellen Preis von nur 1,38 Mark je 100 Gramm bekommen. An einem Sonderstand am Haupteingang unserer Lebensmittelabteilung bieten wir Ihnen Bockwurst oder Schinkenkrautlauer das Stück für nur 1 Mark. Gibt es bei euch Wölfe? Was? Gibt es bei euch Wölfe? Wölfe? Ja, in den Bergen gibt's, glaube ich, welche. Wenn wir zurückkommen, lass uns sagen, er hat mit Wolfsmunition auf mich geschossen. Oder noch besser, mit einer Kalaschnikow. Das klingt besser als Taubenschrott. 1000 Gramm, 1,99 Mark. Paprika, rot oder grün. Das 500 Gramm Netz, 2,99 Mark. Thank you.